Sag mal, kannst du doch nicht machen jetzt. Was denn? Ja, wenn jetzt gleich Leute kommen, dann bringen wir mit. Hier neue Jacken. Ich guck mir die noch mal an. Ist das jetzt ein Objekt? Ja. Was steht da vorne drauf? Angelo. Und jetzt, Achtung. Superman. Muhammad Ali. Und? Die hat dem nicht gepasst. Wem? Muhammad Ali. Nein. Das ist Muhammad, nicht Muhammad. Was? Muhammad Ali. Ehrlich? Ja. Schönen Tag, ihr zwei. Servus. Hallo. Servus. Dann sage ich mal, grüß Gott, das ist der Sven. Hi. Hi. Und ich bin der Horst. Ich bin die Naomi, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt. Naomi. Ich bin der Geronimo. Und ich Geronimo. Bin 29, richtig. Wo habt ihr diese Jacke her? Weil ich muss die jetzt gleich verstehen lernen. Wir haben die Jacke von unserem ehemaligen Boxtrainer geschenkt bekommen, als wir relativ jung waren. Ungefähr. Wie alt wart ihr? 12, 13, also das heißt, wir haben die Jacke jetzt ungefähr 16, 17 Jahre schon. Geht ihr beide boxen? Ich war früher boxen, sie boxt immer noch regelmäßig, aber ich nicht mehr. Profi oder Amateur? Profi-Boxen. Wow. Ja. Erklär mir die Jacke, warum hat die so eine Bedeutung? Weil was da jetzt hinten draufsteht und Angelo sagt mir jetzt alles nichts, geht den Zusammenhang nicht her. Unser Trainer, ehemaliger Boxtrainer, hatte die persönlich von Angelo Dundee, das war Muhammad Alis Trainer, geschenkt bekommen. Ach, und deswegen steht auch vorne Angelo drauf, weil das seine persönliche Jacke war. Das weiß ich halt nicht. Genau. Und die kam dann anscheinend, wurde für Angelo gemacht, zu dem Comic Superman vs. Muhammad Ali, der 1979, glaube ich, rausgekommen ist. Und so alte müsste dann jetzt auch die Jacke sein. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang. Mhm. Okay. Ich hoffe, wir haben dir jetzt nicht zu viel vorweggenommen, aber das kannst du ja nochmal zusammenfassen. Wer war denn euer Trainer? Olaf Rausch hieß der. Okay, der ist ja verstorben schon, ne? Der ist verstorben. Ja, der ist 2019. Er war selber auch Trainer und ich glaube auch Profi, ne? Er war auch Europameister, war auch ein sehr guter, war ein begnadeter Boxer. Hat er nicht Olympiamannschaft? Oder? Ja. Ja, okay. Das CSC, glaube ich. Genau. Also, wir fangen jetzt einmal mit dieser Jacke an. Die Jacke, die hier vor uns liegt, die würden wir jetzt erstmal als College-Jacke bezeichnen. Ne? Und bei dieser Jacke gibt es im Vergleich zu den anderen Jacken, die zu der Zeit rausgekommen sind, das waren nämlich Merchandise-Artikel, einen Unterschied. Es gibt hier eine Maschinenstickung mit dem Namen Angelo. So, und Angelo, der einzige Name, den ich kenne, Angelo, der mit Muhammad Ali in Verbindung gebracht wird, ist halt Angelo Dundee. Das war halt sein Trainer und der hat ihn eigentlich zu den größten Erfolgen mitgeführt. Und also Muhammad Ali kennt eigentlich jeder. Jetzt hat man halt eine Kooperation gesucht und Muhammad Ali hatte das große Glück, dass die DC Comics auf ihn aufmerksam geworden sind und die haben dann 1978, 79, ich meine, aber es war 78, über die DC Comics Super Collection ein Heft rausgebracht und das war dann Superman versus Muhammad Ali. Und hinten hat man dann diesen Aufdruck. Ich bräuchte eine Fotodokumentation. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt ein Foto hätte, wie Olaf Rausch, die von Angelo Dundee bekommen hat. Ja. Und hätte ich ein Foto, wo Angelo Dundee die getragen hat. Mhm. Hm. Die Jacke an sich, ohne diese Stickerei mit Angelo vorne auf der linken Brust, die findest du ab und zu mal. Die wurden in den USA schon versteigert. Mhm. Die liegen dann so zwischen $400 und $500. Und es gibt auch wirklich solche Jacken mit Unterschriften von Angelo Dundee. Mhm. Wurden auch schon versteigert. Hier gibt es hier und dort so ein paar Flecken. Hm. Das ist Blut. Was Blut von den Gegnern. Ja. Wir könnten ja eine Analyse machen lassen. Ja, er hat ja nicht geboxt, ne? Ja, aber er stand doch daneben. Ja. Was meinst du, was die Fetzen da fliegen? Hm. Wenn er die Kutte anhatte? Okay. Ja, also. Ja, von wann ist die Jacke? 78, 79. Ja. 78, 79. Hm. Zustand? Wie ist auf die Blutflecken? Oh, Entschuldigung. Gut. Also pass auf, das war ein Merchandise-Artikel und da hat man nicht so, so viel Wert auf Qualität gelegt. Also hier oben ist der Satin, das müsste man einmal nochmal umlegen und vernähen. Aber ansonsten, ey, ich finde die, ich sag's jetzt mal, so wie ich sagen würde, ich finde die eigentlich sehr, sehr geil. Ja, was möchtet ihr denn haben? 10.000 Euro. Was für ein Wunschpreis. Wahnsinn. Die Geschichte. Und diese Geschichte nehme ich euch einfach ab. Und wieso sollte man sich sowas ausdenken? Und das mit Angelo, das passt alles. 10.000 Euro würde ich nicht sagen, weil das ist ein Spekulationsobjekt. Ne? Also, pass auf, Muhammad Ali kennt jeder. Wenn du jetzt aber sagst, Angelo Dundee, dann müssen die Leute halt gucken. Aber ja, ich wusste es nicht. Ja. So, pass auf. Ab 1.000 aufwärts. Was da passiert, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, ab 1.000 Euro aufwärts. Kann auch sein, dass die 5.000 bringt, 6.000 bringt. Aber das ist meine unterste Preisanschätzung. Das ist so ein außergewöhnliches Objekt. Das ist verrückt, das ist außergewöhnlich und wir probieren es einfach. Ich frage jetzt gar nicht nach, weil ich weiß ja nicht, was passiert. Ihr geht jetzt einfach in den Händlerraum rein und erklärt alles nochmal und dann guckt ihr, was passiert.
Okay. So, ihr entscheidet nachher, ob ihr verkauft für das, was maximal geboten wird oder nicht. Und ansonsten, darf ich hier mal anfassen? Ja, das hatten wir die Jacke mal da. Vielen Dank. Bitteschön, ihr Lieben. Da und erzählt die Geschichte noch, Romy, ne? Also die ganze Geschichte, wo die Jacke herkommt und so. Das ist ganz wichtig beim Verkauf nach. Okay. Machen wir. Danke. Viel Erfolg euch. Das sieht schon gut aus. Kriegst du das? Ein toller Gelbton. Geht die zu vorne? Kriegst du die zu? Die trägt man offen. Ja, ja. Das ist echt ein cooler Style. Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind hier nicht bei Coco Chanel. Nee, wir sind bei Superman versus Muhammad Ali. Ach, wir freestylen das, oder? Wir machen das zusammen. Wir machen das einfach zusammen. Genau. Teamwork kann nicht schaden, denn die Herkunft der Jacke ist sehr erklärungsbedürftig und leider nicht belegbar. Hi. Hallo. Hallo, ihr beiden. Tolle, interessante Jacke, aber wo habt ihr die her? Erklärt uns mal so ein bisschen auch Angelo und so den Zusammenhang mit Superman. Wir haben die Jacke von unserem ehemaligen Trainer Olaf Rausch übergeben bekommen. Der hat die irgendwann in den 80ern persönlich von Angelo Dundee, Muhammad Alis Trainer, in den USA übergeben bekommen. War das ein Event oder kann man dazu gar nichts sagen? Warum steht da Superman auf der Jacke? Es kam 78 oder 79 der Comic, der DC-Comic Superman vs. Muhammad Ali raus. Dafür wurde dann für Angelo, vielleicht auch für Muhammad Ali selbst, eine Jacke gemacht. Vorne ist Angelo eingestickt, also das war seine persönliche Jacke. Was wollt ihr haben für diese Jacke? Denn da gibt es nicht wirklich einen Preis. Also ohne den Beweis jetzt, dass die Geschichte richtig ist und dass wirklich, dass Angelo Dundees persönliche Jacke war, wurde ab 1.000 ohne Grenze aufwärts geschätzt. Ja, 500 Euro bei mir. Ja, 600. 700. Ja, ich gebe die gewünschten 1.000 auf jeden Fall. Dann mache ich 1.100. 1.150. Dann mache ich 1.200. Habt ihr mal irgendwelche Wege versucht, diese Jacke zu verkaufen? Bis jetzt noch nicht, nein. Nur hier? Wir sind im Besitz von der Jacke jetzt über 17 Jahre fast. Okay. Ja. Und die hing bei uns nur im Schrank. Wir haben die geschenkt bekommen, als wir Kinder waren. Ja. Boah. Ja, 1.200 bei mir, Leute. 1.300. 14. 15. 16. 17. 18. 2. Eins. Schade. Gehst du noch mit? 2-2. Frage, würdet ihr für 2-2 rein nichts sagen jetzt hier, dass er die kaufen soll? Moment, aber würdet ihr die dann auch verkaufen für den Wert schon? Nein. So, das können wir es ja abkürzen. Okay. Ne? So. Dann frage ich nochmal, was wollt ihr haben? So. 10.000 Euro hätten wir gern. Ja, kann ich verstehen. Also ich würde euch wirklich vorschlagen, von uns ist wahrscheinlich keiner bereit, jetzt 10.000 Euro hinzulegen. Das könnte aber auch noch zu wenig sein, man weiß es halt nicht. Genau. Wenn das wirklich alles so stimmt und wenn ihr das irgendwie bewiesen bekommt und einen Sammler findet, dann gibt es richtig Geld, denke ich mir. Der beste Markt dafür ist in den USA. Auf jeden Fall Auktionshaus dort, Expertise machen lassen mit dem Auktionshaus zusammen. Die haben diese Connections. Ja, vielleicht den Preis teilen für die Expertise und dann hoffen, toi, toi, toi. Wir wünschen euch ganz viel Glück damit. Drücken euch die Daumen. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Okay? Dankeschön. Dann vielen Dank. Ciao, danke. Tschüss. Tschüss. Boah. Wahnsinn, ne? Wow. Der Knaller ist, Christian, du hattest die jetzt an. Damit bist du jetzt mehr wert. Übrigens, das Hemd könnt ihr kaufen, wenn ihr wollt. Ich hatte direkten Kontakt mit der Jacke.